So, einmal ganz kurz möchte ich zeigen, wie die Hohlräume bei dem T1 hier konserviert sind. Man sieht überall aus den Hohlraumöffnungen das gelbe Fett austreten. Am Boden sieht man auch, dass mehr als ausreichend Fett benutzt wurde, weil überall natürlich genug Überschuss wieder rausläuft. Heute darf ich euch einen T1 Westfalia von VW zeigen, den wir mit Mike Sanders Hohlraum und Unterboden konserviert haben. Ich fange mal hier vorne an, vorderen Rathaus. Motor sitzt hinten, deswegen haben wir hier vorne auch relativ viele Karosseriebleche, die versiegelt werden müssen. Ganzer Unterbodenbereich. Durch das Wellblech ist es eine ganze Menge an Material, was das Fahrzeug schluckt. Hier im Bereich der Hinterachse, hinteren Radläufe, der Heckrahmen und ganz wichtig die Bleche unter der Batterie. Die sind von innen auch mit versiegelt. Weil wir da noch genug Abstand zum Motor haben, ist das kein Problem.